Ein Willkommen. Ihr seht's am Startbildschirm. Ich habe ein neues Projekt. Jawohl. Ich wurde verführt. Dieser Plüschhase hier, der ist schuld. Nee, nicht der eigentlich. Ein Abonnent hat gefragt bzw. angeregt, ich soll doch mal League of Legends spielen. Und ich Trottel hab's gemacht. Und jetzt bin ich dem Spiel verfallen. War nicht unbedingt die beste Idee. Vor allem mit dem spielerischen Unvermögen. Falls ihr dieses Spiel nicht kennt, habt ihr einen gewissen Trend verpasst. Ist aber nicht so schlimm. Ist ein klassisches. Wie nennt man das eigentlich? MOBA. Ich könnte es jetzt nicht mal aussprechen. Was es ist. Massive Online. Buh. Battle, was auch immer. Ich könnte es nicht sagen. Also ihr merkt, ich bin absoluter Newbie. Ich sage jetzt nicht Noob, weil das wäre böse. Ich bin Newbie. Deshalb im ersten Spiel werde ich jetzt auch dementsprechend nicht mit Fachbegriffen um mich werfen. Das bringt relativ wenig, denn ich kenne die Fachbegriffe eh nicht. Ich habe mal die Kamera im Moment auf mich fixiert, während ich noch ein bisschen was dazu erzähle. Ich habe mit League of Legends vor ungefähr, ich glaube jetzt geschätzten 3 Wochen angefangen. Also ich kenne mich noch nicht so aus. Deshalb eben, wie ich davor schon antönte, Fachbegriffe kommen eh nicht in Frage. Ich würde mich hier nur lächerlich machen. Ihr könnt hier also verfolgen, wie ein Anfänger wie ich, Anführungs Schlusszeichen 30 Sekunden Anfänger, bis zum sich Erscheinen der benimmt. Vasallen. Ich könnte es jetzt auch beschleunigen ein bisschen, aber ich lasse jetzt das laufen. Diese Partie, die wir hier gerade sehen, ist ein klassisches Video, wie ich, ja, jetzt nehme ich halt mal den Begriff, fehle. Also wirklich komplett versage. Meine Aufgabe ist es eigentlich, hier Load Soup zu unterstützen. Das ist unser Jungler, der wollte das und ich hätte die Midlane. Als Sona bin ich Sind unterwegs. erschienen. Das ist ein Supporter eigentlich, aber Midlane, das geht auch. Alleine kann man es durchaus halten. Wir sehen, hier wird schon verschieden versucht, Position zu beziehen. Und hier hinten geht es auch gleich ab. Warum habe ich versagt? Wir werden es gleich sehen. Hier hinten wird es, glaube ich, das erste Blut gleich geben. Erstes Blut. Ja, da sind sie weg. Dieser Fitz wird mich noch sehr viele Nerven kosten. Aber bleiben wir zuerst mal hier. Hier habe ich es noch einigermaßen im Griff. Unterstütze unseren Jungler. Mach ein bisschen Schaden lasse ihm, aber die Gegner natürlich. Und jetzt geht's zum Blue Buff. Und da kommt das komplette Versagen. Wir sehen, wie stark seine Lebenspunkte abnehmen. Und dann habe ich leider bedauerlicherweise Panik bekommen. Ich sehe auch gar nicht. Hat er eigentlich was zu trinken? Der hat was zu trinken, hätte er dabei. Jetzt bitte bleib doch hier. Ja, das ging zu schnell. Springen wir nochmal ein bisschen zurück. Wir sehen es jetzt nämlich gleich. Was mache ich? Ich Idiot. Ich klaue ihm den Blue Bluff. Wie blöd muss man denn sein? Also ich kann es dann wirklich nur als Anfänger beschreiben. Warum springt er eigentlich hier immer hin und her? Du sollst doch bei mir bleiben. Ja, und dann ist natürlich sein Spiel eigentlich schon kaputt gewesen. Also er war schon enttäuscht, hat sich eigentlich noch anständig verhalten. Sag mal, willst du jetzt nicht auf mir bleiben? Warum machst du das nicht? So. Könntest du jetzt bitte mal bei mir bleiben? Sein Spiel war schon zerstört. Und demotiviert, aber hat mich nicht geflamed. Also ich muss sagen, er hat sich trotzdem anständig verhalten. Und jetzt ist Blue Buff gegen Blue Buff. Ich gegen Fitz, der ja eigentlich schon einen Kill hat. Das ich aber nicht mitbekommen habe. Und ich werde hier nachher auch gnadenlos versagen. Ich frage mich jetzt allerdings immer noch, warum ich das hier nicht umstellen will. Ja, spiele ich halt mit der Kamera. Also ihr seht, wir behaken uns hier ein bisschen. Ich bleibe in der Nähe des Towers. So habe ich es für mich gelernt. Weil er macht mehr Schaden wie ich. Ich bin ja Supporter. Da kommt nicht so viel. Und hier wird er dann zu gierig.
schafft es aber noch wegzukommen. Leider war der Spieler halt einfach besser wie ich. Und ich frage mich wirklich, warum das nicht klappt hier. Ja, steuerungstechnisch. Also, weil es halt wirklich das erste Mal ist, dass ich so ein Video jetzt mache, seht es mir nach. Ihr werdet mit mir gemeinsam lachen können, wie ich hier eben Unvermögen habe. Sehr gut reagiert hat dann unser Jungler. Der hat in der Zwischenzeit den Tower ein bisschen geschützt. Ich habe mich wirklich 100-mal bei ihm entschuldigt. Es ist einfach selten dämlich. Ich nehme mich ja mal hier nach oben. So, dann nehmen wir meinen Gegenspieler nach oben. Dann haben wir die beiden in der gleichen Lane. Ich hätte doch eigentlich noch genug Lebenspunkte gehabt, aber jo, war nicht. Er wollte auch schon surrendern und ähnliches. Also wir sehen es auch im Zwischenstand. Wir haben eins von zwei. Hier habe ich ihn nochmal probiert, ein bisschen zu unterstützen. Zwischenzeit hatte ich auch einen Heal. Konnte ihn ein bisschen mitteilen. Aber auch hier natürlich völlig falsch gesetzt. Man sollte nicht spielen, wenn man nicht konzentriert ist. Und ich habe es leider doch gemacht. Ich hatte eigentlich die Erwartung dann später, dass unser Cho'Gath das Spiel dann trägt und wollte ihn halt einfach motivieren, ihm die Unterstützung geben. Hier war ich dann unsicher, wollte ich unten unterstützen, weil es hier unten halt doch schon knapp wurde. Und meine Lane ja eigentlich gut lief, mehrheitlich. Von den Items her, ihr seht, ich habe halt, weil es noch mehr oder weniger ein Rank-Spiel ist, etc., habe ich mich darauf geachtet, möglichst Sachen zu kaufen, die die Regeneration ankurbeln. Hätte eigentlich vom Gold her schon längstens mir mein Wunsch-Item kaufen können, war aber halt einfach zu abgelenkt. Wir sehen es auch, Minions farmen, bin ich noch gar nicht richtig dazugekommen. Auch hier hänge ich gnadenlos hinterher. Die Partie ist am Anfang wirklich völlig an mir vorbeigelaufen. War auch schlecht. Ich habe auch, wir sehen es jetzt, mit Timo gewechselt. Ich habe ihn dann angesprochen, hey Timo, Fitz ist nicht der Champ, den ich hier in der Mitte dominieren könnte. Bitte können wir wechseln. Und so bin ich dann als Supporter auf die Botlane. Und jetzt ist natürlich auch klar, Minions werde ich nicht mehr farmen, sondern ich unterstütze jetzt wirklich nur noch meine ADC, ob ein das wirklich ein ADC ist. Ich weiß ja nicht mal, was das heißt. Ich benutze das Wort einfach mal so, um zu zeigen, dass ich doch irgendwelche Begriffe aufgeschnappt habe. Das Spiel selber dreht sich ja eigentlich darum, am Schluss die Basis des Gegners einzunehmen. Was bis dahin geschieht, ist eher sekundär. Deshalb, ja, das Early Game völlig verbockt und eigentlich mehrheitlich nur wegen meiner Leistung. Ich kann es gar nicht anders nennen. Ich habe wirklich komplett versagt am Anfang. Das Schöne ist jetzt, wir sehen es, unser Timo, der kommt richtig ins Spiel rein. Also, der Timo ist jetzt in der Zwischenzeit hier gegen den Fitz und ich bin ja mit Lokilla, wo ist er denn? Auf der Bot hier oben. Der wollte jetzt unterstützen. Lockt jetzt die beiden an. Und jetzt unser Jungle reagiert einwandfrei. Und hier oben findet ein kleines Gefecht statt, das er leider nicht gewinnen kann. Weil jetzt ist halt doch der Schadensoutput so groß. Und die ersten Teamfights finden schon statt. Das Schöne ist tatsächlich unser Osenhasen, Timo. Der findet extrem ins Spiel. Der wird auch später wirklich den Schaden machen. Aber jetzt ist er natürlich chancenlos. In der Zwischenzeit haben sie sich gesammelt. Ich bin wieder alleine hier unten auf der Botlane. Kann halt in der Zwischenzeit ein bisschen Erfahrung nachholen. Denn wir sehen es auch von der Erfahrung her. Ich bin jetzt Stufe 4, glaube ich. Sehe ich das richtig? Hier sehen es man, Stufe 4. Ich bin schon ein bisschen hinterher. Der Olaf macht ein ganz enormes Spiel. Also auf ihn könnt ihr euch noch ein bisschen achten. Ihr seht ihn in der Position her. Er macht enormen Schaden, hat hier oben in der Top-Lane seinen Gegner gefunden. Und ich war zu abgelenkt vor lauter Ping. Habe hier unten einmal mehr komplett versagt, weil ich halt einmal mehr Low zu hat der Chat belagert.
wir sollen doch aufgeben bei 20 und so weiter und so fort. Und ich hab dann einfach auf Gruppensinn ihn versucht zu motivieren, während wir hier unten wegen meiner Dummheit den Tower schon verloren haben. Ich habe dann wirklich versucht, Jugaf zu motivieren und halt einfach zu sagen, hey, du kommst doch ins Spiel, je länger die Party dann geht, desto besser wirst du. Hat's dann auch durchgehalten. Wobei ich schon sagen muss, bei 20 Minuten werden wir dann tatsächlich den ersten Surrender-Versuch von ihm erleben. Das Schöne ist, das Team hat dann mitgemacht. Und die Abstimmung ging dann 1:4 dagegen, sodass wir nicht surrendert haben. Also, auch jetzt, der geht nicht AFK oder so, sondern er stellt sich halt den Kämpfen. Sein Problem ist tatsächlich natürlich jetzt, er ist immer noch angeschlagen vom Anfang. Wird auch jetzt wieder halt getötet und verliert zunehmend das Spiel. Man sieht es auch. Er ist noch nicht so vorwärts gekommen. In der Zwischenzeit bekomme ich halt Botlane hier wieder einiges an Minions ab und komme auch langsam ins Spiel zurück. In der Zwischenzeit habe ich auch den Stein der Weisen. Konnte ich mir jetzt kaufen. Für mich eines der wichtigsten Start-Items. Das ist auch der Grund, warum ich ungern Wards kaufe, weil ich möchte dieses Item so schnell wie möglich. Je früher ich dieses Item habe, desto mehr Gold kann ich sammeln in der Länge des Spiels. Also je länger die Partie dann geht, desto mehr Gold bekomme ich, weil ich hier eigentlich keine Minions farme. Das hier oben seht ihr jetzt, ich bereite die nur vor für meinen Partner. Töte aber eigentlich keine Minions. Jetzt bleiben wir wieder auf mir selber. Wenn es denn geht, wenn die Kamera das wieder mitmacht. Ne, sie macht es wieder nicht mit. Warum denn nicht? Ja, ich werde noch genug Zeit haben, das zu ändern. Nein, jetzt springen wir halt weiter hin und her. Den Turm hier konnten wir in der Zwischenzeit zerstören, sodass meine Botlane auch wieder, unsere Botlane natürlich auch wieder funktioniert hat. Timo gibt an, wir wollen hier ganken, was wir dann auch machen. Also, das Schöne ist, er lässt sich tatsächlich von mir verwirren. Und hier können wir auch den noch abgreifen. Und ihr seht, Timo in der Zwischenzeit ist jetzt bei 4 Kills. Hat die stärkste Killreihe bisher. Und das wird sich noch weiter ausbauen. Und ich will jetzt auf mir bleiben, wenn das endlich mal geht. Denn in der Zwischenzeit gehen wir an diesen Tower ran. Und schaffen es, glaube ich, auch, den Tower klein zu kriegen. Denn der Timo, der hat so eine Angriffsgeschwindigkeit. Wenn der einen Tower angreift, ist unglaublich, wie schnell diese Tower dann fallen. Aufgrund des Gewuschels hier hinten begebe ich mich natürlich jetzt auch in Teamfight. Wollte ich eigentlich, aber ich habe da bemerkt, Mana ist nix. Und ohne Mana macht eine Sona eigentlich dann auch keinen Sinn. Wie bin ich überhaupt zu dieser Sona gekommen? Könnte ich vielleicht noch ein bisschen erzählen. Ist relativ simpel. Ich beschleunige jetzt mal ein bisschen, denn jetzt wird es ein bisschen eher langweilig. Ich renne hier wild hin und her. Pushe die Minions mit meinem Gesang. Ich bin zur Sona gekommen in der ersten Woche, als ich das Spiel anfing. Kannte ich ja das Spiel noch überhaupt nicht. Und da gibt es ja immer diese freien Champions. Jetzt kommt eine lustige Szene. Ich muss schnell abbrechen. Er wird gierig und lässt sich vom Tower töten. Also, ihr habt es gesehen, er hat mich angecharged. Hier hat er mich gedacht, er könnte mich ganken. Ich habe mich wegporten können. Bin dann immer in der Nähe des Towers geblieben. Hab ihm gleichzeitig, habt ihr auch mitbekommen, Erschöpfen raufgehauen, sodass ich es knapp überleben konnte. Sein Schadensausput nicht mehr so groß war. Und da wurde er zu gierig und hat sich vom Tower töten lassen.
Also zurück zum vorherigen Punkt. Ich bin zur Sona gekommen. In der ersten Woche hatte ich natürlich noch keine Punkte, keine Gems, nix. Und in League of Legends ist es immer so, dass jede Woche Champions frei angeboten werden, die man in dieser Woche gratis spielen kann. Da war die Sona dabei und ich habe mich an zwei, drei Champs versucht. Dann ist mir die Sona das erste Mal in die Hände gefallen und ich habe mich irgendwie sofort in diesen Charakter verliebt. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es entspricht halt auch ein bisschen den Bahnen aus meinem ersten MMO. Klassisch Gesang, Instrumente, Support. Und habe aber nicht gewusst, dass es ja nur in der ersten Woche Gratis-Charakter sind. Dann kam, glaube ich, am Dienstag ist der Wechsel. Aber am Dienstag dann weiter meine Sona spielen wollen und dann realisiert, ach, herrje, die kann ich gar nicht mehr spielen. Die muss ich mir kaufen. Mein Glück war, dass ich dann bereits genug Punkte hatte und mir dann als erster und bisher einziger Champ, ich habe noch keine weiteren Champions, mir dann die Sona gekauft habe. Ich glaube, die kostet 3200 Punkte. Hat sich sehr gelohnt. Ich wurde dann auch immer wie geübt damit da. Und in der Zwischenzeit habe ich, glaube ich, eine Freundesliste von 45 Leuten, die mehrheitlich mit mir zusammenspielen möchten, aufgrund dessen, dass sie eben mit der Sona unterwegs waren und dann den Charakter schätzen gelernt haben. Also ich bin nicht immer so schlecht wie in dieser Partie. Es geht normalerweise besser zu und her, aber hier war ich also extrem verplant, vor allem gerade zu Beginn. Da ging gar nichts. Jetzt beginnt auch schon das Gruppenknuddeln. Ich nenne das immer so gerne. Gruppenknuddeln, das heißt, es wird irgendwie chaotischer. Das Midgame beginnt und wir jagen uns in der Zwischenzeit über die ganze Karte. Wenn wir jetzt mal kurz den Olaf anschauen, der hat schon drei Wins und der Timo ist bei sechs. Leider ist es so, dass unser Jogath immer noch nicht richtig ins Spiel gefunden hat. Und ich glaube, jetzt kommt der Surrender bald. Also ich habe hier nochmal ein kurzes Gespräch mit ihm gesucht, ihm nochmal gesagt, hey, du kommst noch, du wirst noch unser Monster, du trägst noch dieses Spiel. Es hat trotzdem nicht verhindert, dass er dann bei 20 den Surrender gestartet hat. Weil wir waren doch irgendwie 2 zu 1 fast hinten. Doch, wie ihr seht, ich bin dann langsam wach geworden. Und Timo räumt hier weiter ab. Also unterschätzt mir niemals einen Timo. Und wieder ein Kill. Jetzt ist er schon bei 8 Kills. Er hat wirklich den Charakter gut im Griff gehabt. Und er ist mit großer Wahrscheinlichkeit, Anführungsschlusszeichen, schuld daran, dass wir dieses Game beim Surrender nicht aufgegeben haben. Denn ihr seht jetzt, sind wir schon bei 16 von 24. Es wird sich schon bald ändern. Also das Early Game komplett vergessen. Das muss man gar nicht mehr beachten, gar nicht daran denken. Einfach aus dem Gedächtnis streichen. Unser Cho'Gath als Jungler ist untergegangen. Sie versteifen sich auch langsam auf mich. Aber auch diesen Gruppenfight gewinnen wir. Der Einzige, der stirbt, bin ich. Während sie vier Tote zu beklagen haben. Und jetzt steht es schon 20 zu 25. Timo hier oben gewinnt auch diesen Kampf knapp, trotz dem Tower-Beschuss. Und es ist unglaublich, wie der schlussendlich aufgeräumt hat. Wir sehen es jetzt, ich gehe jetzt hier oben in den Fight. Und zwar einfach, weil ich bemerkt habe, hey, hier oben, das ist schon nahe dran. Ich werde hier wieder angegriffen. Kann mich knapp zu unserem Cho'Gath retten. Werde jetzt von hinten angegriffen und gegankt. Und Cho'Gath muss einmal mehr
leider sterben. Ich konnte ihn dort aber auch wieder aufbauen und sagen, das war mein Fehler. Ist es auch. Ich habe immer noch keine Wards richtig gestellt. Also ich habe eine hier unten. Nee, stimmt gar nicht. Das ist nicht mal meiner. Ich bin nicht dazu gekommen, richtig Wards zu stellen. Ich bin ständig hin und her geeilt. Ich konzentriere mich jetzt auch mehr auf Olaf. Hier nochmal. Keine Bange, ich bin nicht AFK, sondern das war eine Chatrunde. Als ich einmal mehr sagen musste, hey, wir schaffen das. Glaubt's mir. Denn in der Zwischenzeit hat Olaf, seht ihr oben, einfach die zwei Towers weggemacht. Alleine. Ohne Unterstützung. Und praktisch bis zur Basis des Gegners vorgestoßen. Und auch hier, was der Junge abräumt und jetzt schon tankt. Natürlich bekommt ihr jetzt ein bisschen auf die Schnauze, weil die Pilze des Teamos enorm Schaden machen. Ich bin jetzt hier unten in der Zwischenzeit am Tower Defensen, weil ich bemerkt habe, dass die Botlane unter dem Druck der Minion stand. Normalerweise halte ich es dann wirklich immer gleich so, dass ich... Hallo? Die Kamera, bleib doch bitte bei mir. Dass ich dann die Botlane, beziehungsweise die Lane, die ich dann gerade hatte, einen weichen pushe. Und das heißt, immer die Minions mindestens bis zur Hälfte bringe, damit ich nicht gleich, kaum bin ich weg, wieder zum Tower muss und dann wieder verteidigen muss. In der Zwischenzeit ist mir natürlich aufgefallen, dass hier sich alles in der Mitte konzentriert und knubbelt. Deshalb habe ich mir den Tower hier vorgenommen und den schon mal vorbereitet, während hier unten das gegnerische Team sich völlig auf die konzentriert und ich natürlich so die Zeit bekomme, den Tower klein zu bekommen. Jetzt bemerkt ihr auch Verfolgungswahn. Ich haue alles raus, was geht. Weggesprungen, gestunt. Ich komme immer noch weg. Und es wird ein Rennen über die ganze Karte. Jetzt gibt er auf und merkt, okay, es wird zu gefährlich. Ansonsten hätte ich es vermutlich bis zum Tower geschafft. Jetzt können wir mal den Timo in der Zwischenzeit verfolgen, während ich wieder einkaufen gehe. Vom Einkaufen her baue ich mir den nächsten große Item auf. Warne dann jetzt wieder, dass hier wieder die Botlane unter Druck steht. Der Timo kümmert sich darum und nimmt ihn mal einfach so auseinander. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Timo. Die Unterstützung ist in der Zwischenzeit da. Wir können wieder die Botlane ein bisschen pushen, sodass die Minions mit sich selber beschäftigt sind. Nehmen dann den Drachen vor. Der Zwischenstand ist auf 33 zu 37. Und wir achten uns wieder mal auf den Timo. Der hat 17 Kills in der Zwischenzeit. 17! Leider, wir können nochmal zurückspringen. Leider ist es so, dass hier mein Team überhaupt nicht realisiert hat, um was es ging. Wir waren hier zu dritt unterwegs. Hier oben ist der Gegner. Er geht viel zu früh rein. Viel zu früh rein. Ich komme gar nicht dazu. Muss auch mitten in den Kampf. Setzt dann einen Stun, aber unser Jogarth ist in der Zwischenzeit weggerannt. Sonst hätten wir das retten können. Also ganz schlecht gemacht. Auch von mir. Ich hätte ihn eigentlich schon davor sterben lassen müssen und gar nicht mehr reingehen sollen. Aber, naja. Ich wollte halt noch retten, was zu retten war. Jogarth hat vermutlich viel früher bemerkt wie ich, dass es nichts wird. Und hat die Beine unter die Arme genommen. Oder die Krallen. Oder was es auch immer ist. Hier haben sie dann den Druck sein lassen, erstaunlicherweise, anstatt den Tower zu pushen. Was mich ein bisschen erstaunt hat. Überhaupt, das Tower haben sie völlig sein lassen. Auch hier wieder
wunderschön. Der kommt tatsächlich auch noch rein. Und so können wir den auch noch schnappen. Natürlich ist bei mir der Dot ein Problem. Aber auch das bekomme ich noch hin. Ich glaube, ich wurde noch einmal gegankt. Einmal, das habe ich jetzt übersprungen, da möchte ich jetzt nicht zurück. Einmal hat mich der Fitz oder Fisch oder wie wir auch immer nennen, mich nochmal gegankt beim Tower und ich konnte mich dann wieder beim Tower retten. Vielleicht kommt die Situation aber auch erst. Olaf hier hat in der Zwischenzeit Level 18, das Endlevel erreicht und er trägt jetzt die Partie. Denn Shugaf ist der arme Kerl mit dem geringsten Level, weil er halt einfach nicht ins Spiel gefunden hat. Aber jetzt achten wir uns mal auf den Olaf. Okay, das war jetzt mein Kill, aber das war nur in Massenknobelaktion, hau ich raus, was geht. Denn da kann ich mich nicht mehr im rechten Moment zurücknehmen und bekomme hier halt nochmal einen Kill. In solchen Aktionen wie jetzt hier breche ich dann dafür ab, wenn es dann so kontrolliert ist, sodass die anderen Kills bekommen. Und wir haben das erste Mal Ass erreicht. Wir können hier noch den Tower wegnehmen. Treten wieder die Flucht an. Auch aufgrund dessen, weil halt die Lebenspunkte doch zu gering sind. Nehmen jetzt eine kleine Auszeit, holen uns wieder Items etc. Das Problem ist jetzt, es findet eine dumme Aktion statt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Die wollen jetzt unseren Baron machen. Und hier werden wir einen kurzen Moment planlos. Ich bitte das zu entschuldigen. Kurzen Moment planlos. Zum Glück haben wir es da nicht gemacht. Leider rennen sie an den Gegner vorbei. Merken gar nicht, dass wir hier von hinten belagert werden. Sodass zwei Spieler aussetzen. Das Schöne ist jetzt aber Olaf. Hier noch nicht, aber trotzdem, er hat wieder Druck gemacht. Jetzt findet natürlich die Ping-Aktion statt. Wie verrückt. Und ihr merkt es jetzt. Also jetzt, spätestens jetzt hätten sie Druck machen können für einen kurzen Moment. Aber aufgrund dessen, dass Olaf bei ihnen so viel Druck gemacht hat, selber, sind sie verunsichert gewesen. Und jetzt findet hier hinten das nächste Gruppenknuddel statt. Doch, wir können hier noch kurz, ich verlange es nochmal, dann sehen wir wieder mal, wie da Timo, was der abräumt. Seht ihr das? Eins, zwei Treffer und weg ist er. Und jetzt auch hier. Wir ziehen uns zuerst ein bisschen zurück. Timo legt überall die Eier. Der Gegner rennt schon rein. Timo geht auf Angriff. Hier haben sie wieder zu wenig Leben. Was passiert? Timo wieder abgeräumt. Der nächste kommt. Ich warte, mach nix. Und heile wieder. Und wieder ist der Timo unterwegs gewesen. In der Zwischenzeit 24 Kills. Also die Hälfte der Kills geht auf die Rechnung des Timos. Unglaublich. Also der Charakter, wenn er richtig gespielt wird, dann geht's hier wirklich ab. Ich orientiere mich jetzt auch bewusst ein bisschen am Timo, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der macht so viele Kills, ist aber gleichzeitig stark gefährdet. Ich bleibe an ihm dran. Shugaf ist halt... Das Spiel läuft wirklich komplett an ihm vorbei, aber... Ich nehme immer noch an, dass voran an mir. Ich hätte wirklich ihn unterstützen sollen. Am Anfang dieser Buff, das war ein großer Fehler. Und jetzt findet der Endkampf statt. Wir sehen jetzt, wie viel Schaden hier rausgehauen wird. In der Zwischenzeit kann ich mich wirklich auf die Party verlassen. Überlebe auch hier noch knapp. Und will mich eigentlich schon längst zurückziehen. Aber die hauen so viel Schaden raus, die zwei. Ich habe eigentlich gar keinen Mana mehr. Das wäre längst der Zeitpunkt, wo ich zurück wollte.
Dann haben wir halt noch gebremst. Ich habe gesehen, dass hier dann noch eigentlich sehr einfach zu erreichen wäre. Den Inhibitor konnten wir auch noch zerstören. Und jetzt hat der Gegner wirklich einfach nicht mehr gewonnen. Ist die Party eigentlich für sie gelaufen? Zwei Inhibitors weg. Die Kills haben wir überholt. Sie haben den Schaden des Teams gesehen. Wir bekommen auch unseren Olaf nicht down. Die letzte Runde findet statt. Das letzte Gefecht. Der Tower ist auch weg. Und auch der Tower steht überhaupt nicht lange. Und schon ist es passiert. Aus der Party, die am Anfang komplett schief lief, konnten wir im Midgame und im Late Game nochmal wirklich um 180 Grad kehren. Und unglaublich, Team 28 Kills. 28 Kills. Boah, das war's. Das war das, wenn man das so möchte, das Intro zu League of Legends. Was euch noch alles erwarten wird, das seht ihr dann in den zukünftigen Episoden. Fails oder vielleicht auch mal Spieler, in denen ich ein bisschen besser bin. Wie ihr nebenbei dieses Spiel kommentiert haben möchtet, meldet euch bitte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kenne die Kameraführung noch zu wenig, das habt ihr jetzt bemerkt. Es ist auch so, dass ich natürlich mehr auf der Zone unterwegs bin, weil es eben der einzige Charakter ist, den ich im Moment habe. Ich werde auch versuchen, noch weitere Charakter auszubauen, aber ich werde wohl Support bleiben. In dem Sinne, ich freue mich über euer Feedback, wie ihr eben die Kameraführung wollt, ob ihr lieber die Actioncam habt, also dass die Kamera von Ereignis zu Ereignis springt und ich das so kommentiere, ob ich mich mehr auf mich konzentrieren sollte. Fachausdrücke, die kommen da mit der Zeit. Vielleicht wachst ihr da gleich rein wie ich. Ansonsten, gebt mir Zeit. Ich muss mich an das Spiel gewöhnen. Ich bin immer noch völlig neu. Vieles kenne ich noch gar nicht. Ich kenne den Schaden der Champions nicht. Die meisten gegnerischen Champions oder die eigenen Champions kenne ich auch nicht. Fähigkeiten. All das kommt und noch viel mehr. Ich verspreche es euch. In dem Sinne das Schlusswort. Auf bald wieder. Ich würde mich freuen. Ihr bleibt dabei.